Ja, das gerade eben, was Sie gesehen haben, war Wissenschaft. Wissenschaftliches Denken ist eigentlich nichts anderes als eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Und das habe ich gerade eben gemacht. Also ich habe vermutet, in diesem Kühlschrank könnte noch Bier sein. Und dadurch, dass ich nachgeguckt habe, habe ich im Prinzip schon eine Vorform von Wissenschaft betrieben. Das ist zum Beispiel auch der große Unterschied zur Theologie. In der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur sage, im Kühlschrank ist Bier, bin ich Theologe. Wenn ich nachgucke, bin ich Wissenschaftler. Wenn ich nachgucke, nichts finde, aber trotzdem behaupte, es ist Bier drin, dann bin ich Esoteriker.